Und herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde World of Tanks. Ich bin hier auf LiveAux gelandet, sitze in meinem EBR 500, 105 und bin jetzt hier in einem reinen 10er-Gefecht, zwei Artis, zwei Lights. Guten Tag, Badgett. Und unser Badger hat hier, oder mein Badger hat hier gesagt, er will nach links pushen gehen mit seinem STB und mit seiner IS-7 hoffen. Ne, die macht nicht mit. Aber die anderen beiden ziehen jetzt hier links durch. Wir haben ja zwei Lights insgesamt. Der Manti geht direkt nach rechts, also kann ich nach links jodeln. Manti platzt direkt, wunderbar. Hat ja nur 30 Sekunden gedauert. Der kann direkt in die nächste Runde reingehen. Gar keine Zeit verschwenden, warum auch. Genauso wie ich. Ich ziehe jetzt hier direkt hoch oben durch. Und, na, genau. Ihn können wir da einfach mal spotten. Pro Ghetto machen wir auch direkt auf. Ich weiß halt als EBR, dass ich hier mit Abstand der Erste bin und auch die Info, dass der Gegner EBR nicht hier sein wird, die kam ja auch vorzeitig. Dementsprechend bin ich mir gewiss, dass ich sozusagen hier der Allererste bin und kann jetzt hier anfangen, auch für meine Leute hinter mir direkt zu spotten. Leo haben wir da dauerspottet, der weiß gar nicht, was ihm oder wie ihm geschieht. Rino geht auch die ganze Zeit, oder egal wo er halt jetzt hier pieken will, geht er die ganze Zeit auf. Wunderbar, Spotschaden trödelt jetzt so langsam rein. Und ich kann jetzt hier einfach oder brauchen erwarten, dass meine Kollegen es einfach mitziehen und jetzt hier vorne an diesen Hügel, wo der Rhino steht, einfach mal hinfahren, damit ich jetzt hier oben rechts in den nächsten Busch reinfahren kann, um zum Beispiel nochmal Leo oder rechts da auf, was ist das, auf G4 die Posi zu spotten. So, der erste fährt auch vor, wunderbar. So wie ich sicher sein kann, dass also dass der Progetto und der Rhino nicht mehr hochpieken können, weil halt meine Leute am Start sind, kann ich, ihr seht, ich fahre jetzt hier einfach direkt in den nächsten Busch rein und kann jetzt hier anfangen. Okay, ich hätte jetzt auch gern auf den Leo geschossen, kann jetzt hier anfangen zu spotten. Sollte jetzt hier an der Position, wie ich gerade gesagt habe, einer, also wir können davon ausgehen, dass da der ein oder andere TD steht, vielleicht auch der Leo, ist auch eine fantastische Posi, um das hier halt zu countern oder halt hier entgegenzuarbeiten, weil so wie wir hier versuchen raufzudrücken, können die da im Hintergrund schießen und dementsprechend würde ich das gerne aufmachen. Aber wir sehen es auch gerade, die beiden, die jetzt hier wir als Gegner hatten, die platzen relativ fix. Ich drehe jetzt hier einfach nur eine ganz kleine Runde, bis der Progetto auch geplatzt ist und kann dann da einfach durchziehen. Die TDs werden mich auf die Entfernung höchstwahrscheinlich nicht aufmachen. So, beide sind weg. Kurz gewartet halt, damit ich halt einfach nicht aufgehe. Und jetzt kann ich jetzt hier anfangen. Gut, ich denke, der SCW hat ihn jetzt hier hinten aufgemacht, aber ihr versteht, was ich meine. Er war einfach einen Meter näher dran. Da steht auch der Leo. Ein bisschen Spott kommt er jetzt auch rein. So, alle bis auf die Artis waren auf. Dementsprechend weiß ich, wo wer ist. Und dementsprechend weiß ich, dass ich jetzt hier auch einfach durchziehen kann. Ein bisschen kurz entspannen, dass die Arti mich auch nicht aufmacht. Und schon kann ich jetzt von hier hinten schießen und dann auch gleich spotten. Mal ganz kurz auf Gold geladen. Kann man herjagt. Okay, dann geht er zu. Wer weiß, ob der reinging. So, nächste Posi gucken, ob wir von da die Leute aufmachen. Ja, machen wir. Wunderbar. Zack, den Kill können wir auch absnacken. So, E4 und Leo haben sie schon in die Kuhle reingesetzt. Hinten haben wir noch ein Jagd-E. Finden wir auf ihn noch? Nee, der ist safe. Leo fährt wieder runter, also kann ich jetzt hier entspannt wieder Posi wechseln. Ich muss halt ein bisschen aufpassen, die Büsche vor mir haben ja doch das eine oder andere Löchlein. Dementsprechend bin ich mir da immer nicht so sicher, ob man dadurch gespottet werden kann oder nicht. So, ich suche mir hier aber einfach den nächsten Busch. Arti ist ja da gerade reingesegelt, also konnte ich mir sicher sein, dass der Leo gerade nicht guckt. Und jetzt jedes Mal, wenn die Leute da hochpieken wollen, ihr seht, gehen sie alle einfach auf. Und unsere Artis haben sich glücklicherweise ein bisschen umgelegt, also verlegt, damit jetzt hier die Stadt, die halt extrem gepusht wurde scheinbar, jetzt nicht einfach die Artis absnacken kann. Wir können ja hier, also ist ja nicht so, als könnten wir das nicht einfach mal verteidigen. Blau wäre es jetzt natürlich, wenn wir uns als Team entscheiden würden, nach hinten zu fahren und die Camper erstmal Camper sein lassen. Oder jetzt hier tatsächlich auf die beiden raufpieken. So, da halt hier gerade keiner guckt, konnte ich mir einfach mal kurz die Arti snacken.
Zur Erinnerung, ich war, glaube ich, bisher auch noch nicht einmal auf. Also von daher weiß auch gar kein Gegner, wo ich sein könnte. Für die Gegner könnte ich sogar noch idle sein. Wird der E4 wird sich jetzt auch denken, wenn die Badger mich jetzt hier nicht gespottet hat, wird es vielleicht der Gegner EPR gewesen sein. Müssten halt, wie gesagt, hinne machen. Entweder auf die also auf die Leute hier raufdrücken oder halt alle Mann zurückziehen und das hier verteidigen. Und das Team entscheidet sozusagen. Ich brauche als Light jetzt hier nicht wegfahren, wenn die Leute gegebenenfalls meinen Spot brauchen, weil sie halt jetzt da zum Beispiel rauffahren wollen. Und das mache ich jetzt halt einfach mit. Gehe jetzt durch den E4 leider vorzeitig auf. Hoffe einfach mal, dass er sich jetzt nicht für mich interessiert. Und ziehe jetzt hier mit HE geladen einfach mal an den Leo ran. E4 guckt auch direkt zu mir, als hätte er keine anderen Sorgen. Das war eine Frechheit. Aber noch einen kriegst du hier nicht raus, Brudi. Zack, 471 HE in die Seite rein. Und schon haben die Gegner extrem geblutet. Und Abschmatzphase hat eigentlich schon angefangen. So, hinten haben wir einen EBR. Direkt auf APCR geladen. Mal her, Brudi. Okay. Ich hoffe, ich gehe jetzt nicht auf. Ja, natürlich. Sorry, dich habe ich nicht gesehen. Da war der Schuss vom EBR. Dementsprechend, wenn wir jetzt schnell genug sind und ihn finden, könnten wir ihn auch rausnehmen, bevor er wieder schießen kann. Aber ich glaube, da sind wir zu langsam. Ich gehe auf. Ah, jetzt muss er vor mir sein. Da haben wir ihn. 172. Ordnung, einfach rauf da. Zack, holen wir uns halt den Spot. Auch in Ordnung. So, auf HE gewechselt. Bei so einem AMX 50B kann man auch von hinten easy peasy mit HE pennen. Und jetzt hier einfach rufziehen. Er hat geschossen. Ich ziehe an ihm vorbei. Und damit ist die ganze Schote zu Ende. Wunderbar. Das war mal eine schöne Runde. Wir konnten tatsächlich einfach mal die Infos, die uns da der Manti bereitet hat, kurz bevor er geplatzt ist, direkt nutzen und konnten da auf die linke Flanke vorzeitig vorfahren. Also, was heißt vorzeitig? Ich bin ja direkt hingefahren und konnte somit sozusagen den Gegnern einfach gar keine Chance bieten, dass sie da direkt vorfahren können. Und wir haben uns einfach mal auch als Team sofort diesen Dip da gesichert. Insgesamt durfte ich jetzt hier 3 Kills abstauben, 1817 Schaden verursachen und 4787 unterstützen. Das Ganze hat jetzt hier für die Patrol Duty Medaille gereicht und fürs Überlegenheitsabzeichen Stufe 2. Und gleichzeitig auch noch für den zweiten Platz. Mit 970 XP bin ich da gelandet. Gucken wir hier mal kurz auf die andere Flanke. Ja, die haben auch ganz schön. Trefferbild, ja, kann sich sehen lassen. Habe jetzt nicht so arg viel geschossen, aber die meisten sind angekommen. Da kann man jetzt nicht meckern. Und ich habe stolze 6.984 Credits plus gemacht. Ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte euch unterhalten. Ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir sehen uns dann das nächste Mal.